ZDF heute live, einen schönen guten Abend und ganz herzlich willkommen. Ja, kippt oder scheitert die Pflegeimpfpflicht? Das ist die Frage, die uns heute beschäftigt. Denn eins steht schon mal fest, die Frage, ob sie kommt und wann sie denn kommt, die wird wieder heiß diskutiert. Eigentlich ist sie beschlossen, aber an der Basis, gemeint sind die Pflegerinnen und Pfleger in diesem Fall, teilweise auch die Verbände, da rumort es ganz schön. Und die Opposition, allen voran die Union, macht ganz schön Druck. Führende Köpfe in CSU und CDU sprechen sich inzwischen zumindest für eine Verschiebung aus. Wir diskutieren das Thema mit unseren Gästen, als da wären Heike Behrens. Sie ist gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Bundestag und sie vertritt die Auffassung, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht pünktlich bis Mitte März umgesetzt werden muss. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen. Guten Abend. Anders sieht das Udo Rechtenwald von der CDU. Er ist Landrat des Landkreises St. Wendel im Saarland. Einen schönen guten Abend auch Ihnen. Guten Abend. Herr Rechtenwald, die CDU hat die einrichtungsbezogene Impfpflicht doch mitbeschlossen im Bundestag und auch im Bundesrat. Warum sind Sie jetzt dagegen, dass sie fristgerecht umgesetzt wird? Die CDU hat in der Tat aus Überzeugung zugestimmt, allerdings auch in der Erwartung, dass der Bund seine Hausaufgaben macht. Und es sind jetzt Wochen vergangen. Viele Fragen sind offen, arbeitsrechtliche Fragen, Fragen der Lohnfortzahlung, Fragen, wie das Betretungsverbot konkret umgesetzt werden soll, ganz praktische Umsetzungsfragen. Und die Gesundheitsämter werden aus meiner Sicht auch vollkommen im Stich gelassen. Die Gesundheitsministerkonferenz hat noch vor ein paar Wochen das Gesundheitsministerium des Bundes gebeten, alle offenen Vollzugsfragen abzustimmen, damit es auch ein bundeseinheitliches Vorgehen gibt. Es sind viele Wochen vergangen, doch vorbereitet ist in dem Gesetz nichts. Ja, Frau Behrens, also wir hören es, Impfpflicht gut und schön, aber wenn dann in der Praxis, so wie Ihr Gesprächspartner sagt gerade, wenn da keiner genau weiß, wie das Ganze umgesetzt werden soll, dann hat doch auch die Bundesregierung ein Problem. Ich glaube eher, dass tatsächlich die Menschen ein großes Problem haben, die eben nicht sicher sein können, dass sie in einer Einrichtung leben, in der sie gut versorgt werden, und zwar von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern versorgt werden, die alles dafür tun, um den Infektionsschutz zu gewährleisten. Das Gesetz ist so beschlossen worden, wie Sie es vorhin geschildert haben, mit breiter Mehrheit im Deutschen Bundestag. Wir sind einstimmig aufgefordert worden, von allen 16 Bundesländern eine solche einrichtungsbezogene Impfpflicht zu beschließen. Und die Bundesländer sind nun in der Pflicht, dieses Gesetz umzusetzen. Und nachdem es aus der Praxis Problemanzeigen gab, hat das Bundesgesundheitsministerium sofort den Kontakt mit den Gesundheitsministern der Länder aufgenommen, um gemeinsam darüber nachzudenken, was benötigt es noch an Handlungsleitfäden, an Ausführungsbestimmungen, um hier die Länder zu unterstützen in der Umsetzung. Und ich habe erfahren, dass gerade erst die Abstimmungen auch hier auf dieser Ebene abgeschlossen worden sind und dass selbstverständlich alles getan wird, damit dieses Gesetz auch in der Praxis umgesetzt werden kann. Mhm. Vielen Dank schon mal bis hierhin. Also wir sind da schon mittendrin in der Diskussion. Ich würde gerne auch noch mal an euch den Hinweis loswerden, gerne wieder mitzudiskutieren, auch eure Fragen und Kommentare an uns zu richten. Zwei lese ich vielleicht gerade schon mal vor. Pro Impfpflicht, mir tut es leid für die geimpften Pflegekräfte, die die Dummheit oder Asozialität ihrer Kollegen wieder ausbaden dürfen und seit Jahren am Stock gehen. Wer Alte und Kranke pflegen und ihnen helfen will, sollte verpflichtet werden können, das auch zu tun. Ich kann ja auch nicht Anwalt werden und sagen, ich habe nicht so Bock auf Gesetze. Das ist eine Meinung bei uns, bei den Usern, und eine andere gibt es aber natürlich auch, oder beziehungsweise auch viele andere. Ich bin Pflegekraft, schreibt Richard über YouTube, dreimal geimpft und sage nein, jede Pflegekraft soll für sich selbst entscheiden. Das ist auch eine Meinung, die wir relativ häufig hören hier in unseren Netzwerken. So, wir wollen, bevor wir weitersprechen mit unseren beiden Gästen, nochmal den aktuellen Stand überhaupt der Debatte euch zeigen. Lena Sünderbruch macht das. Es geht nochmal um die Regelung zu der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Wie ist momentan der Stand der Diskussion? Am 10. Dezember vergangenen Jahres hat der Bundestag die einrichtungsbezogene Impfpflicht beschlossen. Sie gilt unter anderem für Beschäftigte von Kliniken, Pflegeheimen und ambulanten Pflegediensten, in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, in Arztpraxen und bei Rettungsdiensten.
Spätestens bis zum 15. März müssen sie ihrem Arbeitgeber einen Nachweis über eine Impfung oder Genesung vorlegen oder darüber, dass sie aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können. Ziel dieser Regelung? Ältere und vorerkrankte Menschen besser vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen. Der Arbeitgeber soll den Impf- und Genesenenstatus der Beschäftigten prüfen und die Nachweise auf Verlangen auch dem Gesundheitsamt vorlegen. Passiert das nicht, wird das als Ordnungswidrigkeit behandelt und mit Bußgeldern geahndet. Also Ordnungswidrigkeit, Bußgelder, Herr Rechtenwald, die Gesundheitsämter sind gefragt. Wie sehen Sie denn da Ihre Behörde in Ihrem Landkreis aufgestellt? Kriegen Sie das so hin? Also die Gesundheitsämter selbst sind überhaupt nicht in der Lage, das umzusetzen. Das werden wir durch Verwaltungsmitarbeiter umsetzen müssen. Es ist ganz klar, Gesetz ist Gesetz. Wir halten uns natürlich an Gesetze und wenn das Gesetz Bestand hat, setzen wir es um. Aber dennoch halte ich das Gesetz für absolut unzureichend vorbereitet. Wir haben jetzt versucht, mal ein Stufenverfahren zu entwickeln, der Umsetzung. Allein nach diesem Vorschlag werden wir 11 Schreiben verschicken. Das dauert 10 Wochen. Bis wir dann vielleicht ein Betretungsverbot aussprechen, das dann beklagt wird, sodass vor Herbst auch nicht entschieden wird, ob ein Betretungsverbot auch umgesetzt wird. Das zeigt doch schon, dass die Gesundheitsämter in diesem Ermessensspielraum, den sie ja auch noch ausüben soll, es ist eine Kannregelung und es soll ein Attest vorgelegt werden, ein ärztliches. Ja, aber kein fachärztliches oder auch kein amtsärztliches. Es gibt 100 offene Fragen, die ich Ihnen jetzt vorlesen kann. Ja, bitte nicht vorlesen. Ja. Also Sie haben schon ein paar Fragen in den Raum gestellt und die sind ja auch in der Tat berechtigt. Also viele Dinge wird beanstandet sein, eben nicht geklärt. Die Frage, wer definiert, wer ein Betretungs- oder ein Betätigungsverbot erhält oder nicht. Nach welchen Kriterien gibt es arbeitsrechtliche Konsequenzen? Welche Konsequenzen gibt es da überhaupt? Also und da sagen einige Unionspolitiker, die Herren Merz, Söder und Hans seien hier mal genannt, da habe der Bund, da habe auch die Ampel eben nicht geliefert. Frau Behrens, was sagen Sie dazu? Denen sage ich, dass die Umsetzung dieses Gesetzes von den Bundesländern geregelt werden müssen. Und wenn die besagten Männer sich beschweren, dann sollen sie sich bitte bei den Bundesländern beschweren, die hier ihren Auftrag noch nicht in vollem Umfang erfüllt haben. Aber ich sage gleichfalls, der Bund bemüht sich sehr intensiv darum, im Zusammenwirken zwischen dem Bundesgesundheitsministerium und den Gesundheitsministern der Bundesländer hier weitere Handlungsleitfäden zur Verfügung zu stellen, damit die Umsetzung gelingen kann. Ich möchte aber noch etwas anderes sagen, weil die Umsetzung nämlich vor allem in den Einrichtungen und Diensten erfolgt. Und alle Einrichtungen und Dienste oder auch Arztpraxen, alle Anbieter im Bereich des Gesundheitswesens wissen bereits seit November, dass diese einrichtungsbezogene Impfpflicht kommt. Und ich weiß von ganz, ganz vielen dieser Leistungserbringer, dass sie sich jetzt seit Monaten intensiv darum bemühen, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu überzeugen, ihnen eben wirklich auch leichte Zugänge zum Impfen zu ermöglichen. Und für die, die sich da so bemüht haben und dabei auch erfolgreich waren, ihr Personal zu gewinnen, um eben wirklich die Bewohnerinnen und Bewohner oder die Patientinnen und Patienten besser zu schützen, die müssen es als Ohrfeige empfinden, wenn im Grunde diejenigen, die es jetzt vor Ort umzusetzen haben, sagen, ja, jetzt kriegen wir das doch nicht hin und das muss alles ausgesetzt werden und so kann man es nicht machen. Das ist rübergekommen, vielleicht gerade Herr Rechtenwald, dazu sind die Länder jetzt in der Pflicht? Also wie sehen Sie das? Nein, ich sehe das völlig anders, weil es gab in der Gesundheitsministerkonferenz klare Aufforderung, dass es eine Ausgestaltung entsprechender Richtlinien geben muss. Und es gab die Bitte an das Bundesgesundheitsministerium, alle offenen Vollzugsfragen abzustimmen, damit es auch bundeseinheitlich erfolgt und keinen Auslegungswettbewerb gibt. Ansonsten macht jedes Bundesland es nach eigenem Gusto. Hier sind die Hausaufgaben nicht gemacht. Und ich muss sagen, ich bin ja auch geimpft und unterstütze auch Menschen davon zu überzeugen, dass sie sich impfen lassen. Ich habe aber auch Verständnis für diejenigen, die mir aus voller Überzeugung erklären, warum sie es nicht tun. Und ich will keinen Zwang ausüben, schon gar nicht in einer begrenzten Gruppe von Menschen. Und es ist ja keine allgemeine Impfpflicht, sondern es geht um eine bestimmte Gruppe. Und was gilt denn, wenn nur durch ungeimpfte Mitarbeiter der Betrieb aufrechterhalten werden kann? Auch das ist eine Frage, die völlig ungelöst ist. Und ich kann das aus der Praxis, was die Kollegin sagt, nicht bestätigen. Aber weil Sie gerade die allgemeine Impfpflicht ansprechen, also da ist ja die offizielle Linie Ihrer Partei schon noch die, dass die beibehalten werden soll. Wie geht das denn jetzt eigentlich miteinander einher, dass es da so schon diese Probleme gibt bei der Einrichtungsbezogenen und Sie gleichzeitig aber an der Allgemeinen festhalten wollen?
Allgemeine Impfpflicht hat ja auf die Pandemiebewältigung eine ganz andere Auswirkung, als wenn ich nur eine bestimmte Berufsgruppe oder einen bestimmten Teil der Gesellschaft impfe und quasi zwinge, sich impfen zu lassen. Deswegen ist das schon ein Unterschied. Im Übrigen, die allgemeine Impfpflicht macht aus meiner Sicht auch nur Sinn, wenn es da gibt, weil ich ansonsten überhaupt keine Kontrolle darüber habe, wie die Impfung verläuft. So, dann wollen wir gerade unsere Runde nochmal erweitern um unsere Kollegin Sarah Tacke. Sie ist die Leiterin der ZDF-Redaktion Recht und Justiz und wir haben sie um eine Einschätzung gebeten zu der Frage, ob denn die Länder in diesem Fall also ein Gesetz zur Pflegeimpfpflicht einfach nicht befolgen können oder dürfen oder beziehungsweise die Umsetzung einfach so lange hinauszögern dürfen. Hier ihre Einschätzung dazu. Die Bundesländer dürfen die Umsetzung der Pflegeimpfpflicht nicht blockieren. Ganz klares Nein, und da gibt es auch überhaupt kein Vertun und keinen Spielraum. Die Bundesländer haben einstimmig im Bundesrat für die Pflegeimpfpflicht gestimmt und müssen sie jetzt auch umsetzen. Muss, kein soll, kein kann, sondern muss. Das heißt, hier gibt es überhaupt gar keinen Ermessensspielraum. Also kein Ermessensspielraum, vielleicht dazu passend noch die Frage von Left to See über YouTube. Wie kommt die CDU dazu, jetzt Oppositionsspielchen spielen zu müssen und Politik für eine kleine Minderheit zu machen, die unsere Gesellschaft in Geiselhaft nehmen möchte? So jedenfalls Ihre Wahrnehmung. Frau Behrens, wir haben es gerade gehört, die Rechtslage ist eindeutig. Was können Sie denn nun als Bundesregierung tun, um die Länder nun konkret zum Mitmachen zu bewegen, zu zwingen? Also ich habe es ja eben schon dargelegt. Da es in der Praxis tatsächlich da oder dort Umsetzungsprobleme gibt, hat das Bundesgesundheitsministerium ja unmittelbar angeboten, wir unterstützen euch. Und hier ist eben im Zusammenwirken mit den Ländern eine entsprechende Umsetzungsleitlinie erarbeitet worden. Und so wird es von der Bundesseite her unterstützt. Aber jetzt sind wirklich alle Beteiligten vor Ort auch gefordert, weiter alles dafür zu tun, die Beschäftigten in diesen besonders schützenswerten Bereichen von dem Impfen zu überzeugen und eben entsprechende Impfangebote zu machen, Beratungsangebote zu machen, und eben tatsächlich die konkrete Umsetzung auch zu organisieren. Und da ist wirklich auch jeder Landrat gefordert, dieses Gesetz eben in die Praxis umzusetzen und eben anwendungsorientiert auch entsprechend zu arbeiten. Eine Frage, die man sich auch oft stellt, ist, wie müssen die Pflegeeinrichtungen mit ungeimpften Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen umgehen? Auch das haben wir nochmal unsere Rechtsexpertin Sarah Tacke gefragt. Pflegeeinrichtungen müssen jeden ungeimpften Mitarbeiter melden. Und die Gesundheitsämter müssen diese Meldung aufnehmen und dann jeden Einzelfall genau prüfen und schauen, gibt es hier vielleicht eine begründete, gravierende Ausnahme, dass beispielsweise es unmittelbar bevorsteht, dass ein ungeimpfter Mitarbeiter dann vollständig geimpft ist. Dann kann man sagen, hier ist es vertretbar und verhältnismäßig, dass dieser Mitarbeiter weiter beschäftigt wird. Das sind aber gravierende Ausnahmen. Grundsätzlich gilt, ein ungeimpftes Pflegepersonal darf nicht mehr arbeiten, Tätigkeitsverbot, und die Gesundheitsämter sind angewiesen, das auch durchzusetzen. Tja, Herr Recktenwald, jetzt haben wir gehört, was die Einrichtungen, was die Gesundheitsämter juristisch machen sollen, machen müssten. Was machen Sie denn konkret, wenn das Gesundheitsamt Ihnen jetzt Namen von ungeimpften Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern nennt? Was können Sie dann tun? Gesundheitsamt hat natürlich, wir als Landkreis, das Gesetz umzusetzen. Das habe ich ja auch eingangs gesagt. Viel lieber ein gutes Gesetz umsetzen und kein Gesetz, bei dem es 100 offene Fragen gibt, weil die Gesundheitsämter einen Ermessensspielraum ausüben müssen und dabei vor eine Situation gestellt werden, die im Einzelfall unheimlich schwer zu beurteilen ist. Und ich sage, wir sind ja als Landkreise auch dabei, einen Umsetzungsplan zu erarbeiten und einen Umsetzungsplan, der nach meiner Kenntnis jetzt vorsieht, dass wir 11-mal anschreiben, mehrere Bußgelder verteilen, bis es letztendlich nach Wochen zu einem Betretungsverbot kommt, das dann möglicherweise beklagt wird und dann nochmal ausgesetzt werden muss. Insofern setze ich das gerne um, aber ich würde lieber ein gutes Gesetz umsetzen. Und es ist ja auch die Frage, wie gehe ich etwa mit nicht vollständig Geimpften um? Wie gehe ich mit denen um, die mit Novavax eine Impfung haben? Alles Fragen, und da kann ich Ihnen, Frau Behrens, nicht recht geben. Diese Leitlinie oder Richtlinie, die liegt nicht vor. Mir ist die nicht bekannt und die Gesundheitsämter werden hier im Stich gelassen. Frau Behrens, das ist ja ein konkreter Vorwurf. Wie können Sie den entkräften?
Ja, ich habe es ja jetzt schon dreimal gesagt, dass für die Umsetzung die Länder zuständig sind und trotzdem der Bund die Länder unterstützt, hier diese Handlungsleitfäden tatsächlich zur Verfügung zu stellen. Und ich bin sicher, dass dieses auch in der Praxis ankommt. Aber ich bitte Sie doch einmal auch, den Blick andersherum zu nehmen, Herr Rechtenbrink. Sie müssen sich mal in die Menschen hineinversetzen, die in einer, zum Beispiel in einem Pflegeheim leben. Die müssen darauf vertrauen können, dass diejenigen, die sie pflegen, die sie betreuen, versorgen, auch im hauswirtschaftlichen Bereich, dass die alles dafür tun, um dem Infektionsschutz Rechnung zu tragen. Dafür haben sie die Verantwortung. Das ist auch eine professionelle Verantwortung, die in diesen Einrichtungen wahrgenommen wird. Und die Wirklichkeit ist, dass die allermeisten Einrichtungen, gerade in Ihrer Region, aber auch bei uns hier in Baden-Württemberg, haben diesen Anspruch auch längst erfüllt, weil sie seit langem wissen, dass in den Einrichtungen dann die große Gefahr eines Infektionsausbruchs da ist, wenn eben ein wesentlicher Teil der Beschäftigten nicht geimpft ist. Da haben wir leidvolle Erfahrungen, alle miteinander. Und deshalb sollten wir jetzt alles dafür tun, die Menschen wirklich vom Impfen zu überzeugen. Ja, Frau Behrens, der Punkt ist rübergekommen. Dankeschön. Ich lese gerade noch mal zwei Kommentare vor. Christiane Rath über YouTube. Sie ist dringend für eine einrichtungsbezogene Impfpflicht. Ja, dringend ebenso in Kitas und Schulen, überall, wo Menschen sich nicht ausreichend selbst schützen können und engen Kontakt haben. Eigentlich gilt hierzulande eine Sorgfaltspflicht gegenüber Schutzbefohlenen, die leider seit 2 Jahren nicht wirklich ernst genommen wird. Allen voran von der Kultusministerkonferenz. So Ihre Einschätzung. Und dann aber natürlich, wie gesagt, auch weitere Gegenstimmen. Be Earth über YouTube. Wir brauchen jeden aus dem Gesundheitssektor, egal ob geimpft oder nicht. Impfungen müssen eine freiwillige Entscheidung bleiben, ohne Nötigungen und Zwänge. Ein nächster Aspekt. Ja, wie groß ist das Problem der Impfpflicht im Gesundheitswesen insgesamt? Offenbar kann man sagen, nicht überall gleichermaßen gravierend. Auch hier bei uns gehen ja die Ansichten darüber auseinander. Professor Rainer Saalfeld, er ist geschäftsführender Direktor der Artemid-Kliniken, insgesamt 17 Häuser deutschlandweit. Dort hat man bereits im Januar die Impfpflicht für Mitarbeiter eingeführt. Kündigungen gibt es ganz wenige, ich würde sagen 3 oder 4. Klagen gibt es auch relativ wenige, 4 ist der heutige Stand. Das sind also Ausnahmeerscheinungen und eigentlich haben wir einen innerlich guten Dialog mit unseren Mitarbeitern. Gegensätzliche Positionen, aber wir versuchen unverändert, sie zum Impfen zu bewegen. Ja, man versucht natürlich, sie zum Impfen zu bewegen. Herr Rechtenwald, offenbar, wir haben es gerade gehört, gibt es in diesem Klinikverbund, immerhin 17 Häuser, nicht so große Probleme damit. Was machen die denn anders als die Einrichtungen bei Ihnen im Landkreis? Also ich weiß ja nicht, ob das eine Frage der Quantität ist. Wir haben im Saarland eine sehr hohe Impfquote. Und ich muss auch sagen, dass wir als Landkreise gemeinsam mit dem Land und den Einrichtungen sehr intensiv dabei sind, Impfungen anzubieten und die Menschen das auch wahrnehmen. Wir haben weit über 80%. Aber ich sag mal, ich habe trotzdem Verständnis für den einen oder anderen, der das aus nachvollziehbaren Gründen vielleicht nicht tut. Und die Frage der Pandemiebekämpfung, ich habe das ja schon gesagt, eine allgemeine Impfpflicht ist was völlig anderes. Das betrifft jeden, muss natürlich kontrollierbar sein. Und wir haben durchaus Einrichtungen, in denen Ungeimpfte arbeiten, die sich trotzdem schützen. Und ich sage mal, mit einem tagesaktuellen PCR-Test bin ich unter Umständen besser geschützt als mit einer Impfung, die 3 Monate her ist. Und ich habe auch mit Leuten gesprochen, die mir wirklich sehr nachvollziehbar erklären konnten, dass sie aus persönlichen Gründen, auch aus bestimmten Erfahrungen sich nicht impfen lassen. Ich bin einfach dagegen, dass man jeden Einzelnen zwingen muss. Ja, das ist ja auch eine sozusagen Ansicht, die man vertreten kann, die ja auch anderswo vertreten wird. Markus, der Mäusegaukler, schreibt uns über YouTube, bevor die CDU jetzt meckert, sollte man sich mal daran erinnern, dass der Spahn von ihrer Partei stammt und aus meiner Sicht nur ein Positives in seiner Amtszeit hatte, und zwar einen Corona-Test. Naja, okay, also das ist, wie gesagt, die Meinung von Herrn Mäusegaukler. Aber, Herr Rechtenwald, eine Frage kann ich Ihnen ja auch nicht ersparen, denn es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass am 27. März die Landtagswahl sind im Saarland und eine Wahl, bei der natürlich auch die CDU gerne wieder stärkste Kraft werden würde. Liegt da nicht die Schlussfolgerung nahe, dass Sie mit dem Thema auch Wahlkampf machen wollen gerade? Nein, dann dürfen wir ja überhaupt keine Politik mehr machen. Und wenn es so ist, wie auf der Gegenseite gesagt wird, dass die Mehrheit für die Impfpflicht ist, dann wäre das ja auch kein Wahlkampfthema.
Ich glaube, die Landesregierung ist sich der konkreten Umsetzungsprobleme bewusst und da haben wir einen sehr engen Austausch. Und ich bin der Landesregierung auch sehr dankbar dafür, dass sie sich der Probleme unserer Gesundheitsämter annimmt und wir dringend hier einheitliche Vorgaben und Vorgehensweisen brauchen, weil es wird schwer sein für die Mitarbeiter, die das machen müssen, nachher nach Ermessen zu entscheiden, ob jemand jetzt ein Betretungsverbot erhält oder nicht. Vielen Dank, Herr Recktenwald. Wir verabschieden Sie an dieser Stelle. Frau Behrens bleibt noch kurz bei uns und wird sich gleich mit den Ansichten eines Pflegers bei uns auseinandersetzen. Danke nochmal ins Saarland. Vorher aber zeigt uns Jürgen Kehl, dass die Corona-Lage tatsächlich inzwischen doch eine andere ist. Immerhin das als zu Beginn der Pandemie. So kommen in der vierten Woche 2022 mehr als 1 Million Fälle dazu. Der Altersdurchschnitt 30 Jahre. 1% dieser Infizierten müssen ins Krankenhaus. 0,02% der Covid-Patienten versterben. Ein Vergleich: In der letzten Woche 2020 gab es in Deutschland die bisher verheerendste Covid-Bilanz. Gut 120.000 Menschen waren infiziert. Fast 10-mal weniger als heute, aber alle noch ungeimpft. Der Altersdurchschnitt 49 Jahre, 12% mussten ins Krankenhaus. Der Anteil der Verstorbenen 4,62%. Fast jede 20. Covid-Erkrankung endete tödlich. Also, aktuell gibt es mit Omikron zwar viel mehr Fälle, aber auch dank Impfung viel weniger gravierende Verläufe. Wir erweitern unsere Runde noch einmal und zwar um Alexander Jorde. Er ist Krankenpfleger und Buchautor. Auch Ihnen einen schönen guten Abend, Herr Jorde. Guten Abend. Wir haben es gerade noch mal im Beitrag gehört, viel weniger gravierende Verläufe inzwischen. Braucht es da aus Ihrer Sicht noch eine einrichtungsbezogene Impfpflicht? Also ich muss ehrlicherweise sagen, bezüglich der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, ich sehe das nicht unbedingt als notwendig an, aber aus dem Grund, weil ich denke, dass wir zum gleichen Zeitpunkt eigentlich hätten einführen müssen, die allgemeine Impfpflicht. Und ich ehrlicherweise nicht nachvollziehen kann, warum dieses Thema der allgemeinen Impfpflicht im Moment so rausgezögert wird, weil das ist am Ende das entscheidende Instrument, um die Pandemie zum Ende zu bringen. Und ich glaube, wir sollten langsam auch mal anfangen, Rücksicht auf die vielen Menschen zu nehmen, die sich geimpft haben, die sich immer an Maßnahmen gehalten haben und die sich immer noch einschränken müssen, weil eben eine Minderheit sich nicht daran hält und nicht mitmachen möchte. Und beim Thema einrichtungsbezogene Impfpflicht muss ich auch sagen, dass ich zum Beispiel dieses Framing der Pflegeimpfpflicht ganz fatal finde, weil das Einzige, glaube ich, was im Moment von dieser ganzen Debatte hängen bleibt, ist ein sehr negatives Bild vom Pflegeberuf oder von den Menschen, die dort arbeiten, die an der Stelle, sei das auch mal angemerkt, von Anfang an die ersten waren, wo es noch keine Impfung gab, wo Maskenmangelware waren, wo Schutzausrüstung Mangelware waren, waren wir diejenigen, die in den Zimmern standen, die angehustet worden von den ersten Corona-Patienten. Und das haben wir alles über uns ergehen lassen. Und jetzt wird so eine Debatte geführt, die irgendwie den Eindruck erweckt, als seien wir die Pandemietreiber. Und das finde ich schon sehr schade. Und da sollte man eher Richtung allgemeine Impfpflicht schauen, um tatsächlich die Pandemie dann auch an der Stelle zu beenden. Ja, nachvollziehbar, wie Sie argumentieren. Und ich glaube, es will auch keiner die Verdienste der Pflegekräfte hier irgendwie in Abrede stellen. Gleichwohl ist es ja so, dass doch auch gerade aus den Verbänden, auch von der Caritas war das heute wieder zu lesen zum Beispiel, einfach die Befürchtung kommt, dass eben mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht doch ein Mangel an Pflegekräften entstehen wird. Also da werden auch konkrete Zahlen genannt. Da geht es in einen wirklich hohen Bereich von Hunderten oder Tausenden sogar. Und dann stellt sich doch die Frage, woran liegt das? Und vielleicht könnten Sie uns da nochmal einen Einblick geben, Herr Jorde. Warum lassen sich denn offenbar doch Pflegerinnen und Pfleger in relativ großer Zahl dann eben doch nicht impfen? Naja, da würde ich erstmal die Frage in den Raum werfen, was Ihre Datengrundlage für die Behauptung überhaupt ist. Weil ich habe es jetzt schon so oft gehört, ja, die Pfleger und Pflegerinnen, das ist die Berufsgruppe, die sich irgendwie nicht impfen lassen möchte. Aber irgendwie gibt es keine validen, breit angelegte Umfrage, irgendwie, die auch repräsentativ ist unter Pflegekräften, wo es darum geht, wie bereit sind die überhaupt, sich impfen zu lassen und das auch mal gegenübergestellt zu anderen Berufsgruppen. Und was ich eben auch an beispielsweise dem Sendungstitel so fehlerhaft finde, zu sagen, Pflegeimpfpflicht, es ist ja keine Pflegeimpfpflicht, es ist eine einrichtungsbezogene Impfpflicht, die eben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Patientenversorgung in diesen Einrichtungen umfasst.
Und da zählen beispielsweise auch Ärztinnen und Ärzte zu, da zählen andere Berufsgruppen zu. Und es wird irgendwie die Berufsgruppe der Pflegenden rausgepickt und so getan, als seien wir diejenigen, die dort eben nicht bereit wären, sich impfen zu lassen. Und ich möchte einfach, wenn man so eine Debatte führt, dann sollte das auch faktenbasiert sein. Und irgendwie fehlt es mir ein bisschen an den Fakten, weil das einfach so in den Raum geworfen wird. Das sagen ein paar Einrichtungsleitungen, das wird hier und da in bestimmten Gesprächen aufgenommen. Aber eine wirklich breite Datengrundlage, die das auch belegt, dass sich viele Pflegekräfte eben nicht impfen lassen wollen, die wurde mir noch nicht vorgelegt. Ist denn diese Annahme aus Ihrer Sicht falsch, also übertrieben? Ja, definitiv. Also man muss natürlich auch aufgliedern. Pflege ist ein sehr, sehr vielfältiger Beruf. Es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Settings, wo Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen arbeiten, mit unterschiedlichen Qualifikationen. Und ich kann natürlich nur für meinen subjektiven Eindruck sprechen. Aber wenn man sich in einem Krankenhaus umschaut, vor allem auf den vielen Intensivstationen, wo eben auch die Corona-Patienten behandelt wurden, da kann ich mich noch erinnern, als die ersten Impfungen da waren, haben wir uns praktisch drum gerissen, dass wir so schnell wie möglich diese Impfung überhaupt bekommen, weil wir ja jeden Tag in diesen Zimmern standen. Wir haben natürlich FFP-Masken aufgehabt, aber wissen Sie, wenn so ein Patient vor Ihnen liegt, der wach ist, aber höchst infektiös ist, Sie anhustet und Sie merken, ach, ich habe hier am Hals ein bisschen was von dem Kleben, der mich gerade angehustet hat, dann wollen Sie so schnell wie möglich geimpft werden, weil Sie sehen ja auch jeden Tag die Menschen sterben, die Covid haben. Sie sehen, wie schwer diese Erkrankung verlaufen kann. Und ich kann mir eben nicht vorstellen, dass es da sehr, sehr viele gibt in diesem Bereich, die eben keine Impfung haben wollen. Dass es vielleicht einzelne Personen gibt oder in bestimmten Einrichtungen, Gruppierungen gibt oder in bestimmten Regionen, wo grundsätzlich in der gesamten Bevölkerung eine niedrige Impfquote ist, beispielsweise in bestimmten Regionen im Osten, dass dort entsprechend auch in den Pflegeheimen vielleicht eine niedrigere Impfquote ist. Das mag durchaus so sein, aber dass es im Allgemeinen so ist, dass es in der Pflege eine große Gruppe an Personen gibt, die sich nicht impfen lassen wollen, das glaube ich nicht und das ist nicht mein Eindruck und da gibt es auch keine Daten, die das bisher belegen, soweit ich weiß. Frau Behrens, also ich meine, mit diesem Thema schon des Öfteren konfrontiert worden zu sein, auch in den Medien und auch eben tatsächlich durch Verbände, die das gesagt haben und die Befürchtung, dass eben da also ein großer Schwund entstehen könnte an Pflegekräften, die habe ich mir mit Sicherheit nicht ausgedacht. Habe ich da eine falsche Wahrnehmung? Wie nehmen Sie das wahr? Ich glaube, dass das genau richtig ist, wie es der Herr Jorde gerade geschildert hat. Es gibt einfach auch innerhalb der Pflege, in den Krankenhäusern, in den ambulanten Diensten ein hohes Verantwortungsbewusstsein. Und deshalb ist der Anteil der Menschen, die dort geimpft sind, von sich aus schon sehr viel höher als in anderen gesellschaftlichen Bereichen. Und ich finde, er hat auch recht zu sagen, jetzt muss der Schritt kommen hin zur allgemeinen Impfpflicht, weil wir nur so uns schützen können, auch für das, was an Virusentwicklungen noch auf uns zukommt. Wenn wir in einen Pandemieherbst gehen, in einen nächsten Herbst gehen wollen, ohne freiheitseinschränkende Maßnahmen, dann brauchen wir es, dass wesentlich mehr Menschen in unserer Bevölkerung geimpft sind bis dahin. Und deshalb brauchen wir jetzt den Schritt hin zur allgemeinen Impfpflicht, auch in Verantwortungsbewusstsein und Solidarität mit all jenen, die eben tatsächlich in diesen besonderen sensiblen Bereichen wie in Krankenhäusern oder in Pflegeeinrichtungen arbeiten. Verstehe. Morgen für unser Thema auch übrigens ein nicht ganz unwichtiger Tag, denn das Bundesverfassungsgericht meldet sich zu Wort. Es geht um die Frage, ist die Impfpflicht für Pflegeeinrichtungen verfassungskonform? Dazu nochmal die Einschätzung bzw. überhaupt die Vorausschau von unserer Kollegin Sarah Tacke. Morgen wird das Bundesverfassungsgericht entscheiden, ob die Impfpflicht für Pflegeeinrichtungen mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Das ist eine Eilentscheidung. Denn Mitte Dezember hatten um die 50 Betroffene Verfassungsbeschwerde eingelegt. Und in dieser Eilentscheidung haben die Richterinnen und Richter am Bundesverfassungsgericht eine Folgenabwägung vorgenommen. Das heißt, sie schauen ganz konkret, welche Folgen hat es für die Betroffenen, wenn dieses Gesetz ab dem 15. März ihr Leben verändert. Für ihre körperliche Unversehrtheit wegen der Impfung und auch das Tätigkeitsverbot ist natürlich ein gravierender Eingriff in ihre Grundrechte. Das ist die eine Folge. Und die andere Folge ist natürlich der gewünschte Schutz, der Schutz des Lebens und der Gesundheit der besonders Schwachen. Diese Folgen werden gegeneinander abgewogen und wie die Entscheidung ausgeht, das erfahren wir morgen. Tja, also ein spannender Tag. Frau Behrens, mit welcher Erwartung schauen Sie dem Richterspruch morgen entgegen? Ich hoffe natürlich sehr, dass diese einrichtungsbezogene Impfpflicht bestätigt wird, weil wir dann auch eine gute Grundlage haben, um die allgemeine Impfpflicht auf den Weg zu bringen. Herr Jorde?
Haben Sie auch bestimmte Erwartungen, was die Entscheidung in Karlsruhe angeht? Mir ist es ehrlich gesagt egal, wie sich da entschieden wird, weil ich glaube, dass das eine Maßnahme ist, die uns nicht viel weiterbringen wird. Ich glaube, wir brauchen einfach die allgemeine Impfpflicht. Und ich bin dreifach geimpft. Ich würde mich auch 4 oder 5 Mal impfen lassen, wenn es Not tut. Aber ich glaube, dass wir endlich Maßnahmen ergreifen müssen, die wirklich ein Ende der Pandemie herbeiführen, um eben auch die vielen Menschen zu schützen, die sich an die Maßnahmen gehalten haben und eben unter vielen anderen Dingen leiden, die nichts mit Corona zu tun haben. Wenn Sie gerade sagen, es müssten noch weitere Maßnahmen ergriffen werden, vielleicht könnten Sie da gerade noch mal ein paar nennen, Herr Jorde, aus Ihrer Sicht, was müsste jetzt demnächst passieren, neben vielleicht der allgemeinen Impfpflicht? Ich denke nicht viel mehr als die allgemeine Impfpflicht, weil es ja im Moment so ist, wenn ich auf einer Veranstaltung bin oder irgendwo und da sind nur Geimpfte, dann kann mir ja nicht wirklich viel mehr passieren, vor allem nicht, wenn man geboostert ist. Die Wahrscheinlichkeit, das haben wir eben auch an den Zahlen gesehen, im Krankenhaus zu landen oder einen schweren Verlauf zu haben, wenn man geboostert ist oder zumindest doppelt geimpft ist, ist sehr, sehr, sehr gering. Und wir können das Ganze oder dem Ganzen einfach nur entgegentreten, wenn wir alle geimpft sind. Und man muss auch langsam wirklich halt mal Rücksicht nehmen auf die Menschen, die auch einfach wieder leben wollen, die an der Gesellschaft teilnehmen wollen, die soziale Teilhabe leben wollen. Und das ist eben nur dann möglich, wenn wir eine breite Impfquote haben, weil diejenigen, die geboostert sind, die haben nichts zu befürchten. Wir haben noch diese ganzen Maßnahmen nur noch, um die Intensivstationen zu schützen, weil es eben zu viele Menschen noch gibt, die nicht geimpft sind. Und wenn die die Erkrankung bekommen, wenn die sich beispielsweise mit Omikron infizieren, besteht eben eine hohe Gefahr, dass sie auf der Intensivstation landen. Und nur aufgrund dieser Personen, die eben nicht geimpft sind, haben wir überhaupt die ganzen Maßnahmen noch. Wenn wir alle geimpft wären, dann bräuchten wir das alles gar nicht mehr, weil es dann eben wirklich nur ein Schnupfen, eine Erkältung wäre und in ganz, ganz seltenen Fällen mal zu einem Krankenhausaufenthalt führen würde. Aber wer geimpft ist, der muss nichts mehr befürchten. Und das ist ja das, worum es im Prinzip geht. Ja, in der Tat. Diesen Zustand wünschen sich wohl alle wieder herbei. Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute. Vielen Dank, Alexander Jorde. Auch vielen Dank nochmal, Heike Behrens. Und auch an euch nochmal vielen Dank fürs Mitmachen. Ich will vielleicht gerade nochmal 2 Kommentare, einmal pro, einmal contra vorlesen. Schleenbecker über YouTube: In medizinischen, pflegerischen Berufen würde ich die Verantwortung und Fürsorge für andere voraussetzen. Leute, die hier nicht geimpft sind, halte ich in diesen Berufen für fragwürdig. Weshalb haben Sie denn diesen Beruf ergriffen? Und contra: Elena Löwen schreibt uns über YouTube: Ich bin geimpft. Mit jedem Einzelnen in meinem Team, der nicht geimpft ist und vielleicht deswegen gehen muss, bin ich solidarisch und unterstütze jeden. Ich bin gegen eine Impfpflicht. Also, es gibt da nach wie vor 2 Lager. Das war die Debatte von uns heute zu diesem Thema. Wie gesagt, nochmal danke fürs Mitmachen. Euch einen schönen Abend und bis demnächst. Auf Wiedersehen.